Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Trackmania 2 Valley. Wir sind weiter dabei, unseren Scheiß zu fahren, den wir runtergeladen haben. Und zwar als nächstes geht es weiter mit der Mr. DVD Map D13 Ultimate Challenge 3. Das ist ja die, wo wir letzte Folge ausgelassen haben. Dreist wie wir sind. Und jetzt heißt es wieder mal voll auf die Klötzchen geben. Wow, es ist schon wieder spät. Ich habe gerade einen ängstlichen Blick auf die Uhr geworfen und dabei festgestellt, es ist 2:30. Oh mein Gott. Aber irgendwie fahre ich hier guten Scheiß auf. Alter, wo ist die Kamera? Okay, hier ist die Kamera. Ja, das ist hier mal. Also, es soll eine Challenge-Map sein. Das heißt, die wird wahrscheinlich nicht ganz einfach sein. Oh Gott, die ist echt nicht einfach. Mal schauen, ob ich die überhaupt Richtung Autozeit fahre, sondern oder ob ich die einfach nur bei Gold belasse, wenn ich das ja mal geschafft habe. Aber in der Regel sind Goldzeiten von Mr. DVD immer relativ human. Dann werden wir es einfach gleich sehen. Und hier fahre ich das einfach mal ein bisschen steiler an. Dann komme ich hier auch besser rum. Oh, das war doch gar nicht schlecht. Da bin ich hier teilweise schon erheblich schlechter gewesen bei solchen Sachen. Alter, aber das ist hier echt gut getimter Scheiß. Und hier hat er wieder... Ach, hier, das finde ich cool gemacht von Mr. DVD. Der hat hier immer so ein eigenes Skinpack teilweise. Wo man, wo hier diese Tunnel immer lustig farbig sind. Das gefällt mir immer ziemlich gut hier mit diesem komischen Rennstreifen an der Seite. Es gibt dem Ganzen so ein gewissen eigenes Flair. Auch wenn ich es in den Tunnels dann trotzdem verkacke. Ah! Egal, wir fahren jetzt erstmal durch, um zu gucken, wo das überhaupt lang geht, weil das ist doch eine relativ lange Map. Mit einer Minute eigentlich. Wow. Das hätte ich jetzt auch schon fast verkackt wieder. Oh ja, es ist eng gemacht hier. That's what she said. Aber jetzt haben wir es tatsächlich ins Ziel geschafft. Neuer persönlicher Rekord, nicht mal Bronze. Okay. Der ist heute echt gemein, dieser Mr. DVD. Wieso baust du solche Maps, wo so schwer sind zu fahren? So. Immerhin weiß ich jetzt, dass ich hier nicht vom Gas gehen muss beim Rumfahren. Bin ich nämlich vorher runtergegangen. Dann schafft mir hier auch wahrscheinlich noch besseren Sprung hier rüber. Ja, fast zumindest. So. Hier mal kurz vom Gas gehen, dann schaffen wir das hier auch nochmal besser. Boah, das war ziemlich gut. Und jetzt ist bloß die Frage, wie man den Schmarrn hier wieder hochslidet. Okay, das war jetzt echt gut, auch wenn ich hier irgendwie überhaupt nichts muss. Und ich fahre hier genau gegen die scheiß Absperrung. Also manchmal bin ich echt enttäuscht von dem, was ich mache, aber nur ganz manchmal. So, wir fahren jetzt hier trotzdem einfach normal weiter. Und ich glaube, ich war hier echt nur auf Gold, weil das ist echt schwer, die Map. Und ich war hier gerade eine halbe Sekunde vorne. Wieso war ich hier gerade eine halbe Sekunde vorne? Ich würde gerne diesen Schmarrn hier cutten können. Das fände ich mal richtig cool. Aber irgendwie will das mir hier noch nicht so ganz gelingen. Hier, das muss ich schön eng fahren. Gerade eben war ich hier weiter vorne. Wieso war ich hier gerade eben weiter vorne? Na, ist ja wurscht. So. Wow, das war ja schon fast richtig episch, wie ich das gerade angestellt habe. Boah, sogar ohne Anecken, ja, aber trotzdem bin ich hier langsamer. Und ich habe es wieder geschafft, durch dieses Drecksloch durchzufahren. Es kann doch nicht wahr sein. Es kann doch nicht wahr sein. Teilweise zweifle ich an meiner Intelligenz. Ich weiß, man soll an seiner eigenen Intelligenz nicht zweifeln, denn sie ist nicht vorhanden. Aber doch, gibt es Intelligenz? Ich weiß es nicht. Eventuell gibt es gar keine Intelligenz, zumindest nicht in meiner Welt oder in eurer Welt oder keine Ahnung. Das ist überhaupt schon wieder für einen Scheiß laber, aber ich dachte gerade, ich muss jetzt gerade ein bisschen intelligent wirken und laber deswegen hier wunderbaren Scheiß. Es tut mir leid, wenn der euch etwas irritiert hat. Aber manchmal liegt mir das einfach so. Diesmal hier auch gebremst. Dadurch sind wir hier jetzt ein bisschen schneller unterwegs. Boah, diesmal haben wir hier keine Rolle hoch hingelegt.
mit diesen 2 Sekunden besser sollten die jetzt auch ziemlich gut dabei sein. Wow, das war echt grandios eigentlich durchgeslidet. Diesmal weiß ich auch, wie das Ding hier am Schluss ungefähr aussieht. Damit kann ich den Schmarrn hier auch ein bisschen schneller fahren. So, 6 Sekunden runter. Mal schauen, ob das immerhin für Bronze ausreicht. Es reicht sogar für Silber. Reicht es auch für Gold? Nein, für Gold hat es nicht gereicht. Wo liegt denn die Goldzeit? Ich muss vielleicht schon weiterfahren. Bei 1:01:59. Eieieiei, das sind 2 Sekunden runter. Da weiß ich nicht mehr, ob ich Gold fahren soll. Alter Verwalter. Also, der Kollege hier hat es echt drauf, meine Güte. 1:02. Das ist echt weit. Ich weiß gar nicht, wo die Zeit hier drin ist dafür. Ey! Wo zum Teufel? Warte, ich könnte höchstens hier noch einen Trick ausprobieren. Aber der hat es irgendwie nicht gebracht. Den Schmarrn könnte ich vielleicht noch ein bisschen besser runterfahren. Ja, okay, da könnte ich vielleicht richtig viel Zeit rausholen. Wenn ich hier vom Gas gebe am Runterfahren. Das hört sich jetzt zwar ein bisschen paradox an, aber dadurch kann ich den Schmarrn hier voll schnell rausbeschleunigen und mache dadurch auch einen Haufen Zeit gut. Ich versuche es jetzt einfach mal. Gott, ey, was ist denn das hier schon wieder? Ich check das nicht. Man fällt halt irgendwie so komisch dann irgendwie in diese eine Richtung weg und fährt das Ding nicht so ganz in der perfekten Kurve fertig. Ich check das sowieso nicht, wieso das Auto das nicht so ganz abreißt, dass man hier praktisch eigentlich voll nach links hochgezogen hat, aber keine Ahnung. Nadeo Autologik mal wieder. Auf einmal fällt es halt voll entgegen dem Looping. Ich würde es verstehen, wenn das Ding einfach nach unten fallen würde, aber irgendwie ist es das überhaupt nicht so drin, wie man sich das vorstellt. Und ich weiß auch nicht, ob hier am Anfang eventuell durch den Scheiß noch ordentlich Zeit drin wäre. Auch wenn die Zeit, die er hier für Gold gefahren hat, irgendwie den Eindruck macht, als wäre das eine, wie soll ich sagen, eine normale Zeit. So, diesmal, genau, habe ich das hier ein bisschen besser rausbeschleunigt. Was soll ich sagen, als wäre diese Goldzeit, die er da rausgebastelt hat, eine, gegen die man antreten kann, aber verdammt, das wird sogar auch gehen, wenn man vom Gas geht. Dann müsste man nicht diesen komischen Schwachsinn mit dem Sliden machen. Gott, ich glaube, heute werden wir nur 2 Maps fahren, weil ich die anderen 2, die noch auf der Seite waren, die waren auch alle mindestens 1 Minute lang. Na gut, dann müsst ihr euch halt heute halt mit weniger zufrieden geben. Dafür mache ich es halt gewohnt lange. Irgendwie so. Ach verdammt, das hätte man von weiter rechts anfahren müssen. Also, keine Ahnung, ich hab's noch nicht so ganz raus, glaube ich. Und ich falle schon wieder in diese eine Richtung. Aber dann fällt dieses Auto teilweise doch runter. Ich hab's noch nicht so ganz raus, wie da so die Regelmäßigkeit für das Ding ist. Auch wenn ich das Gefühl habe, ich habe den Start hier schon richtig gut raus. Und wie als wäre hier auch irgendwie voll der Magnet im Boden drin. So, dann erstmal hier nochmal ordentlich vom Gas und hier nochmal richtig rausbeschleunigt. Ich glaube, das ist aber auch noch so eine Sache, die könnte ich eventuell sogar noch besser hinbekommen. So, und hier hinten war auch nochmal so eine Stelle, wo man gut vom Gas gehen muss. Genau, dadurch kommt man hier richtig schnell hoch. Aber damit haben wir die Goldzeit auf jeden Fall schon mal, glaube ich. Auch wenn wir hier am Ende nochmal minimal angeditscht sind. Genau, dann hätten wir jetzt immerhin mal Gold. So, ich glaube, aber die Outdoor-Zeit, die werde ich jetzt hier trotzdem nicht versuchen, weil die, glaube ich, die lag hier einfach nochmal über 1 Sekunde runter. Das kann ich euch jetzt nicht antun. Da bin ich 1/2 Stunde hier beschäftigt.
Das ist echt eine heftige Zeit. Auf jeden Fall haben wir als nächstes hier die nächste Map, die Time is Tight von einem Nibor. Ist es nicht dieses Viech aus Futurama? Heißt der nicht Nibor? Also, in Deutsch heißt er, glaube ich, Nibbler. Ich weiß gar nicht, wie er auf Englisch heißt. Da könnte er tatsächlich Nibor heißen. Macht zumindest einen relativ ähnlichen Eindruck vom Namen her. Boah, und die Map hier macht einen viel besseren Eindruck, also vom Fähigkeitsgrad her, als die vorherige. Auch wenn es hier ziemliches Links-Rechts-Gewusel hier anscheinend ist, ist es hier viel angenehmer zu fahren. Hier hat man nicht so das Gefühl, dass man hier ewig viel verkacken kann. Es ist halt mehr so Standard-Schmarrn. Ah, hier, Gott sei Dank bin ich hier so mehr oder weniger nach rechts gesprungen, sonst wäre das hier ziemlich failig eventuell ausgegangen. What the fuck, also mal gucken, ob ich mir die Strecke wenigstens halbwegs merken kann, weil das ist echt eine Hausnummer, der Schmarrn. Alter Verwalter. Immerhin haben wir direkt die Outdoor-Zeit gefahren. Was? Das ging jetzt aber schnell. Wo lag denn die Outdoor-Zeit, wenn ich das mal wissen dürfte? Bei 51,54. Ich habe sie nur um 200stel geschlagen. Okay, schauen wir mal, ob wir da noch ein bisschen das Bessere hinbekommen, weil ich glaube, wir haben noch ein paar Fehler gemacht. Ein paar Anecker, zum Beispiel sind wir hier geslidet. Ja, da sind wir hier schon mal 40 Hundertstel vorne. Dann sind wir hier wieder angeeckt. Okay. Ja, da ist auf jeden Fall noch einiges drin in der Map. Ich finde, sie ist aber gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Da bin ich schon erheblich Schlechteres gefahren. Die könnte man fast auf so Online-Server bringen, die Map, weil die taugt selbst dafür eigentlich. Oh Gott, Alter, hier ist echt noch super viel Zeit drin. Das war jetzt gerade kacke. Jetzt habe ich hier wahrscheinlich einen Haufen Zeit dadurch verloren. Und sogar gar nicht mal. What the fuck, ey. Das war jetzt gerade eher so lackmäßig durchgeämmt. Aber hier ist auf jeden Fall noch ein Haufen Zeit drin. Also eine Sekunde könnte locker noch drin sein für Leute, die das richtig gut drauf haben. Aber ich mache jetzt einfach mal dreist, wie ich bin, noch die nächste Map. Genau. Wo ist es denn? Beenden. Ja, genau. Und fahren wir noch die Dirt to Dirt von Medina 1973. Das war doch der komische Kerl, der diese lustigen Links-Rechts-Zeichen Maps gebaut hat, glaube ich, oder? Bin mir gar nicht sicher. Ich hoffe es auf jeden Fall, das war der nicht. Sondern das ist hier eine gute, normale Map. Aber das macht hier einen guten Eindruck zu sein. Jetzt erstmal. So kann es eine Map echt vertretbar. Auch wenn es hier viel Offroad ist. Aber es ist gut fahrbarer Offroad. Da habe ich schon wesentlich Schlechteres gesehen. Alter. Fast hätte ich es geschafft, ohne an der Bande entlang zu schlittern. Das war gerade echt eine knappe Sache. Es ist echt angenehm, fahrbarer Offroad. Ich weiß nicht, wieso. Boah, okay. Das lag jetzt aber eher an einem Fahrfehler von mir gerade, dass ich das nicht so richtig hoch geschafft habe. Ach, hier geht's hoch. Okay, das Finish ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Da müssen wir mal schauen, ob das hier noch ein bisschen ausbaufähig ist. Aber ich denke schon, weil ich bin ja einerseits mal bei diesem einen Ding angeeckt und hier, glaube ich, habe ich es auch gleich nochmal Zeit gut gemacht, indem ich hier schneller reingezogen habe. Und hier kann ich das auch ein bisschen enger fahren. Das habe ich vorher auch gerade nicht gemacht. Ich hätte gerne mal wieder einen Checkpoint, um zu gucken, wo ich stehe mit der Zeit. Ja, direkt nochmal 1,5 Sekunden gut gemacht. Das ist doch schon mal ein super Zwischenstandsergebnis. Das war jetzt kacke. Irgendwie bin ich jetzt gerade nicht damit klargekommen, dass es hier auf das Ding rauf geht.
Naja. Ist halt so eine Sache. Aber immerhin weiß ich jetzt, dass es hier diese behinderte Linkskurve ist. Jedoch kann ich hier richtig viel Zeit gut machen auf dem Ding. Jetzt sollte ich hier echt weit... Das habe ich nochmal über eine halbe Sekunde zu meiner vorherigen Verbesserung gut gemacht. So. Diesmal hier gescheit reingezogen und diesmal auch nicht an außen angeeckt. Dadurch kann ich den Schmarrn hier jetzt schön weiter Fullspeed fahren. So, es ist bloß die Sache, dass ich den Schmarrn da unten die Kurve richtig hinbekomme. Damit ich den Schmarrn hier richtig hoch bekomme. Ah, verdammt, wieder nicht genügend Speed gehabt dafür. Aber das ist alles total schaffbar. Wenn man erstmal weiß, wo die ganzen Kurven hier sind, geht es hier echt gut. Okay, das war jetzt ein bisschen von zu weit links angefahren. Hätte ich das ein bisschen weiter rechts am Anfang recht direkt gehabt, wäre das um einiges besser gewesen. Das ist gewohntes Offroad-Geschaukel. Na, das war schon wieder kacke angefahren. Aber ich weiß es gerade nicht, wieso es kacke angefahren war. Es war nämlich eigentlich gar nicht schlecht, glaube ich. So, mal schauen, ob jetzt hier direkt am ersten Checkpoint oder am zweiten Checkpoint die 200stel rausholen können. Nee, das, die 2 Sekunden meine ich. Aber ich glaube, ich habe hier gerade dafür viel zu viel Zeit verschenkt. Genau, ich bin jetzt nur noch bei 1,37, vorher war ich hier bei 1,80 und diesmal ziehe ich das einfach hier mal total nach rechts durch. Das war jetzt irgendwie nur so Wallride-mäßig entlang gefahren an dem Ding. Das war gar nicht blöd, würde ich mal sagen. Verdammt, das war zu früh angefangen mit der Linkskurve. Hätte ich das hier besser durchgezogen, dann hätte ich jetzt endlich mal diesen Sprung mit hoch geschafft. Da muss ich nur noch hoffen, dass ich den Zielsprung richtig hinbekomme, weil der ist auch ziemlich anspruchsvoll, würde ich mal behaupten. Weil der so behindert nach rechts oben geht. Und das muss man auch erstmal abschätzen. So, jetzt habe ich irgendwo ein Zwischending zwischen meiner Superzeit von vorher und meiner Standardzeit. Wow, das war jetzt richtig eng rumgefahren. Ja, und das meint auch die Zwischenzeit, dass es ziemlich eng rumgefahren ist. So, dann fahren wir den Schmarrn jetzt erstmal hier super nach oben. Alter, das war gut, okay. Und diesmal kommen wir auch hier richtig ins Ziel ran. Boah, 8 Sekunden, ey. Genau 51,50. Gut, dann wollen wir mal schauen, was das hier jetzt, wie weit es noch bis zur Autozeit ist. Ich glaube aber, ich werde sie, auch wenn sie mit 60 Hundertstel relativ erreichbar ist, werde ich es nicht mehr fahren. Stattdessen werde ich jetzt Schluss machen für heute. Und würde mal sagen, euch wieder einen wunderschönen Tag. Falls euch das Ganze hier gefallen hat, Like da lassen und sonst sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heißt, Let's Play Trackmania 2 Valley.